Gucken wir mal hier. Die Manuskripte und Aufzeichnungen im Alchemielabor lassen schließen, dass dessen Benutzer über mächtige Zaubersprüche und große magische Kräfte verfügten. Anscheinend wurde an diesem Ort zuletzt eine Art Transportiergerät gebaut. Vielleicht dient es dazu, Dornröschen an ihre Ruhestätte zu transportieren. Ah, okay, wir sollen also nochmal am Anfangsbild gucken. Ich musste jetzt einfach gucken, weil ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wo ich jetzt noch hingehen sollte. Ja, wie soll man denn darauf kommen, dass jetzt im allerersten Bild was zu suchen ist, ey? So. Ein Eulenschlüssel, okay. Ein Eulenschlüssel. Den sollen wir suchen. Sieht aus, alles aus, als ob das hier irgendwie zu der Eule gehört. Oh Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Das sind doch alles so eckige Dinge. Da ist was. Was? Okay, noch zwei Sachen. Hallo, Albana 2000. Boah, ist das lange her, dass ich dir mal wieder zuschaue. Und dazu noch Wimmelbilder. Heißt das so? Vergessen. Ja, Wimmelbilder heißt das. Ich suche gerade so zwei Teile und die sind irgendwie, weiß ich nicht, voll versteckt. Ich streame auf Hitbox und auf Twitch gleichzeitig. Also wenn ich irgendwas vorlese, was bei dir nicht im Chat steht, dann liegt das daran, dass es im anderen Chat steht. Auch wenn ich sowieso nur ein paar Zuschauer habe. Wenn du die Objekte entdeckst, die noch fehlen, das sind unten die dunkleren zwei, dann einfach beschreiben, wo die sind. Weil ich suche mich gerade dumm und dämlich. Oh, wo ist denn das schon wieder? Ich habe gerade mit einer neuen Reihe angefangen. Ich werde also die nächsten Tage diese Wimmelbildreihe streamen. Die heißt Dark Parables und es geht so um Märchen, die so ein bisschen abgeändert sind. Wo ist das Ding? Wo sind die? Das gibt's doch nicht. Das Ende ist so rundlich und länger? Oh, nee, oder? Ah, das hat die jetzt Armband an. Okay, und das andere ist so eine Schale. Okay, ich hab sie. Ich hab sie. Die lag falsch rum da. Fast genau in der Mitte. Ah, danke, Manu. Danke, Manu. Ah. Das hat er mir gerade in Hitbox geschrieben. Gut, Eulenschlüssel. Jetzt weiß ich, wo es weitergeht. Nämlich bei dem Eulenbaum. So. Was haben wir jetzt? Eine Eulenmünze. Fantastisch. Keine Ahnung, wo die jetzt hinkommt. Kapitel 8 eingeleitet. Kann ich die Eulenmünze hier reinlegen? Nein. Gibt es jetzt wieder neue Wimmelbilder an den gleichen Stellen wie vorher, oder? Soll ich die dicke, fette Spinne mit der Münze beschmeißen? Okay, hier ist auch kein Bild. Ah, hier ist ein Wimmelbild. So. Da haben wir was. Und da...
Die Spinne bewegt sich, schreibt Dover. Ja, die bewegt sich. Eklig, oder? Das ist riesig. Uah. Ich hatte ja auch ganz viele Hausspinnen bei mir. Und die haben sie irgendwie auch noch vermehrt. Und dann hatte ich noch mehr. Ich habe die alle eingesaugt mit dem Staubsauger. Aber irgendwie krabbelte da noch eine. Und letztens, als ich die Tür unter Waschbecken aufgemacht habe, saß auch genau vor den Spülmaschinentabs, wo ich mir gerade einen rausnehmen wollte, saß da auch eine Spinne. Oh. Die hat erstmal eine Ladung Spülmittel abbekommen. Die habe ich unter der Spülmittelflasche zerquetscht. Oh. Ja, ich habe hier wieder eine neben meinem PC und einem Karton. Da sitzt auch wieder eine. Aber jetzt um die Uhrzeit kann ich leider den Staubsauger nicht anmachen. Außerdem steht er beim Chris und der pennt schon. Für die braucht man aber einen ganz schön großen Staubsauger. Ja. Ich glaube, da hilft doch nicht mal ein Industriestaubsauger für die Dicke. Duba, wie ist es mit Digimon? Würdest du Digimon weitermachen wollen oder hast du kein Interesse mehr dran? Ich muss auch meine Einlogdaten noch suchen, falls ich die irgendwo jemals wiederfinde. Würdest du da wieder mitmachen wollen oder? Ich glaube, ich habe dich das auch schon mal gefragt. Dann habe ich doch nichts gemacht, ne? Kann das sein? Weil jetzt ist es eine ernst gemeinte Frage. Weil das kam eigentlich immer ziemlich gut an. Im Stream und auch auf dem Kanal. Saxophon, Saxophon. Wo ist das Saxophon? Da oben. Ich finde da aber nichts. Nee, da ist nichts. Das war die Kickstrafe. Ah, da am Kerzenständer ist das dumme Ding. Habe ich schon, okay. Hatte ich schon. Ein Zauberstab? Zauberstab der Feenstatue, okay. Und da haben wir ein neues Buchbild. Naja, nicht sonderlich viel Interesse. Okay. Gut. Dann weiß ich Bescheid. So. Okay. Da. Jetzt haben wir wieder diese hässlichen Flaschen. Da liegt noch was. Da lag letztes Mal das Teil, was ich nicht gefunden hatte. Das ist keins. Wo ist denn der Kram? Okay, das war eins. So was Kleines, was aussieht wie eine Rose und das andere sieht aus wie so ein Rosenblatt. Nur, wo ist das Ding? Wo ist das? Ich glaube, da ist irgendwas, ne? Okay, das war noch ein Teil, was wir suchen. Da ist die Rose. Nur wo ist das Rosenblatt? Auf dem Mörser. Ja, das hatte ich ja gerade schon. Jetzt fehlt nur noch das Rosenblatt. Aber wie immer, Dankeschön. Ich habe es auch nur eine Sekunde früher gefunden. Also. Ist denn das Rosenblatt? Oh! Ich krabbel schon wieder in den Bildschirm. Ist da irgendwo links? Hier? Nee.
Klick immer auf die gleichen Stellen. Findet das jemand? Rechts im Reagenzglas. Ah! Danke, Albana. Meine Scheiße. Jetzt haben wir's. Das ist der Rosenzauberstab, okay. Wo waren die Hexen denn? So, hier waren diese. Ah, okay, hier ist auch noch ein Suchbild. Ja, jetzt suchen wir noch so einen Ring. Und jetzt nur noch den Ring. Oh je. Ah, da. Ha, puh, gefunden. Was ist das? Eine Engelsflöte, okay. So, hier war ja nix. Und oben hatten wir jetzt auch schon die Wimmelbilder. Hier ist auch noch eins. Morgen habe ich sturmfrei, weil morgen ist der Chris weg. Der geht nämlich lernen. So. Muss ich mir vorher noch das Auto schnappen und noch den großen lecker Einkauf machen? Oder ich back mir dann einfach was. Ha, mal gucken. Der ist, glaube ich, für 19 Uhr verabredet. Also ab 19 Uhr sturmfrei. So, wo sind denn jetzt die letzten Teile hier? Das war tatsächlich eins. Suchen wir noch so ein viereckiges Ding und so ein etwas länglicheres. Ah, okay. Jetzt nur noch das Viereck. Irgendjemand geht da heimlich durch und legt ständig wieder neue Stücke von Gegenständen hin. Ja, ich weiß auch nicht. Ganz schrecklich, ne? Man hat aufgeräumt, dann kommt da irgendeiner und schmeißt da alles hin. Ja, wie gesagt, das ist der erste Teil der Spielereihe. Die sind ja später auch größer geworden und haben mehr Geld zur Verfügung gehabt. Deswegen muss man dann noch so ein bisschen auch so.